Machen wir eben das Schiff umsetzen und dann können wir gleich hier überfahren. Ost-Südost haben wir gesagt. Gut. In den Und dann? Segeln? Nee. Also schnell, wenn ich mir ganz kurz was zu essen hole. Passt. Kannst gerne machen. Bis gleich. Bis gleich. Ach, das ist die Mermaid. Stimmt. Ah, egal. Wischt. Scheiß die Mermaid an. Ist am Schlüssel dran, genau, Robin. Was also mir aufgefallen ist, du konntest echt in der Kiste nicht die Notiz lesen. Das siehst nur Goldschlüssel aufnehmen. Und dann musst du sie irgendwo ablegen und dann kannst du die Schlüsselinschrift lesen. So, passt das ungefähr? Ost, Südost. Ja, ein bisschen mehr nach Osten sogar. Was seid ihr denn? Ihr seid immer noch in Devil's Roar? Okay. Devil's Roar ist was, das wäre mir wirklich als Schaluppe zu gefährlich. Da ist ständig eine auf den Sack von den Vulkanen. Oh, ich brauche einen Schuss. Aber es ist echt krass, wir haben voll den ruhigen Server erwischt. Also wir hatten jetzt echt bloß einmal Besuch von der Brick, von diesen Neulingen. Und ansonsten sind bloß wir, also Robin, Wallis, Damon, Scammy und ich auf dem Server. Echt krass. Normal müssten ja welche mal nachspawnen, also mal nachjoinen. Zufällig auf unseren Server, aber irgendwie nichts los. Nichts los. Natürlich sind wir auch auf einem Server oder auf einer Seite vom Server. Eine Karte, da sind jetzt so viele unterwegs. Hier an Devil's Roar sowieso nicht. Devil's Wieder Roar ist da. sowieso nichts. Ah, okay, welcome back. Devil's Roar ist sowieso immer wenig los. Und hier Richtung Devil's Roar ist dann meistens auch weniger los. Eher hier so bei Schnitter. Da ist mehr los. Ist das Schnitter? Ja. Oben ist eher so die Mitte und wir sind eher so unten. Wir sind noch unterwegs, das dauert noch ein bisschen. Noch dauert's. Aber sehr krass. Wir haben voll den Dann ruhigen springen wir Server beim erwischt. Außenposten ab und gib den roten Ding ab. Kannst gern machen, genau. Oder ich nehme eine Truhe mit. Der rote ist auf jeden Der Fall rote bringen. teurer als die Truhe. Wir Ja. haben bloß so Mini-Truhen, so kleine, plündere Truhen. Auf jeden Fall mehr wert. Ja, das ist das teuerste mit dabei. Wenn du jetzt den roten bei den Goldhornern abgibst, dann bekommst du sogar am meisten Gold, glaube ich. Weil wir jetzt Level 5 sind. Aber wenn du eh schon auf der Insel bist, dann kannst du gleich mal die legendäre Schatzsucher-Quest uns gleich kaufen. Die musst du bloß, glaube ich, annehmen. Irgendwie die erscheint dann gleich, wenn du den Gold Hoarder anschaust. Ich glaube, mit R, da kannst du es dann direkt annehmen. Beziehungsweise mitnehmen. Ja, werde ich dann auch machen. Weil das hast du dann auf jeden Fall im Inventar. Nicht, dass wir es vergessen. Ja, ich glaube, ich gehe mal gleich mit. Dann gebe ich gleich den anderen die Mehrung von Smaragd ab. Unser Schiff kann er weiterfahren.
Das ist wieder ein Fuck. Na egal. Jetzt. Da ist aber egal. Und jetzt wird mir angegriffen. Was wird angegriffen? Jetzt kommt es, wird mir angegriffen. Achso, mit Skelettschiff, mit Skelettschiff und so. Ich schwöre es nicht, ich bin froh, dass mal ruhiger ist. Der stimmt, Robin. Du bist ja so ein Adventure-Fan. Und eher so nicht so der PvPler. Und da ist es ganz cool, wenn mal keiner hier unterwegs ist. Ich beschwöre alles. Jungfrau, du kommst schon näher, oder? Mehr Jungfrau? Die ist ja hinter uns irgendwie. Ja. Da hinten. Ja, aber ich hoffe, die kommt noch ein bisschen mehr, näher. Ja, doch. Wird sich gleich umsetzen. Also ich gebe jetzt mal meinen Smaragd bei den Schatzsuchern ab. Dann sehen wir ja, ob wir jetzt mehr bekommen oder ob das gleich ist. ...1500 plus 2250, also es gibt mehr. 2250 gibt's. Botschaftsmission. 2000 gibt's 3000. Genau, das ist angenommen. Aber die Mörmer, das ist jetzt echt immer noch da hinten. Ah, jetzt ist gerade die Spawn. Okay, dann ist irgendwo anders. Ah, da ist sie. Die ist vor uns. Ja. Ich wusste jetzt gar nicht mehr, dass man die echt bloß annehmen kann und dann beim nächsten Mal nicht mehr hat. Warte. Okay, das müssen wir jetzt. Ach du Scheiße, Kleister. Das sind echt viele, gell? Okay, lass uns erstmal den Schlüssel machen. Wer schießt hier? Also die Insel. Die Insel. Ich glaube, das ist sogar schon Davis Ridge. Na. Ist noch geradeaus. Nee? Dauert noch. Ja, das ist Thieves Haven. Ja. Meine Lieblingsinsel. Ich mag die. Vom Aussehen her. Ja. Vom Aussehen, da kann man so schön reinfahren. Ja. Und man sich anschleichen an jemanden, der sich jetzt drin versteckt. Das ist immer ganz cool. So, was stand jetzt drauf? Der Eber im Zentrum der Insel. Ostrand der Insel, okay. Das ist da hinten irgendwo. Ach so, das ist ja. Wir waren ja vorher gar nicht bei Devil's Ridge an dem Wasserfall. Wir waren bei Crook's Hollow am Wasserfall. Ich habe noch ein bisschen mal. Ich bin nur mal der Insel da ausgewichen. Ja, sehr gut. Sonst wären wir nämlich drauf gefahren. Oh, stimmt. Ups, danke. Ja, lol, die Insel ist immer noch. Da ist immer noch dieses Leuchtfeuer aktiv, das ich vorher gezündet habe. Da siehst du ja so ein Leuchtfeuer, das da qualmt. Ja. Feuer entzündet. Das ist übrigens auch so eine Errungenschaft. Ich weiß nicht genau, ob das du schon hast. Oder du musst alle Leuchtfeuer von den Sea of Thieves entzünden. Und du musst die Leuchtfeuer in gewissen Farben entzünden. Fester verdammten, ne? Genau. Da fehlen mir noch drei. Ah, cool. Vier, meine ich. Einmal in Weiß. Auf Weiß die Ancient Isles fehlt Blitz. Mir das noch. Tod durch Blitz. Und entzünde deine Schiffslaternen mit Schicksalsflammen aller sechs Farben. Genau.
Und dann zünde alles Leuchtfeuer des Sea of Thieves mit einer Schicksalsflamme. Ich habe 5 von 12. Wie viel? 5 von 12. Ich habe da extra Buch geführt. Ich habe mal da extra in einem Textdokument aufgeschrieben, wo ich schon war. Weil sonst wirst du bekloppt. Weißt du nie, wo du schon warst und wo nicht. Das wird auch angezeigt, oder? Nee. Nee. Gibt's leider keine Anzeige. Ich habe nur eins komplett fertig. Ja. Unser Cursed Sails. Ist doch ein Schiff. Ja, da ist ein Schiff bei, was ist denn das da hinten? Okay. Das ist Ancient Spire. Das ist ein Schiff. Muss ein bisschen aufpassen. Oh, das ist eine Mermaid. Eine blaue, glaube ich. Nein, eine rote. Ist die von vorher noch? Die ist immer noch da. Ja, die despawnt ja nicht. Bei mir gibt's Essen, ne? Oh, bei dir gibt's Essen? Jetzt gerade? Ja, ja. Okay. Das ist blöd. Ja, jetzt hätten wir unsere Quest. Ja, passt, dann mach du das. Ich mach schon mal die Höhle auf und trag alles raus. Ja, mach das. Also, machen wir's doch so. Ich beeil mich. Ja, passt, bis gleich. So, wo ist jetzt der Dings? Ah, da hinten irgendwo, wo der das Item einfügen kann. Ich muss jetzt echt aufpassen, dass die nicht irgendwie losfahren und uns überraschen. Ich würde gerne die rote machen, alleine, aber ich glaube, das schaffe ich nicht. Das ist zu krass. Außer mit Kanonenkugeln, da geht's. Dann würde ich aber die Aufmerksamkeit voll auf uns lenken. Das will ich jetzt auch wieder nicht. Ah ja, da ist es. Ist so cool mit der Grabplatte. Sesam, öffne dich. Irgendwann. Allein wirst du nur einen Bruchteil schaffen. Ja, genau. Er haust echt mit so einer Kanonenkugel. Dann geht's wieder. Ah, oh, schön, schön, schön. Gold. Gold. Da bekommt man jetzt nicht mehr, soweit ich weiß, wenn man Level 5 Goldhorter ist. So, jetzt wird gegrindet. Oh, hier gibt's auch gerade was ab, Rowan. Cool. Das gibt Kohle. Eine Schatztruhe verkauft. Hört sie bald auf oder bleibt sie noch ein bisschen auf dem Server? Also ich wollte auf jeden Fall bloß noch die Quest hier machen. Die legendäre, diese Sonderquest, wenn man auf Level 5 ist mit Goldhorde, die wollte ich jetzt nicht mehr machen. Das ist zu krass heute. Okay.
Okay, das wusste ich nicht. Das geht jetzt echt los. Das ist ja kacke. Scheiße, scheiße, scheiße. Dann muss ich jetzt die Medaillons suchen, sonst ist die Quest verkackt. Es ist ja richtig kacke. Medaillons, Medaillons, Medaillons. Wo sind sie? Wo sind sie? Wo sind sie? Ah! Again what learned, würde ich sagen. Ah, Medaillons. Truhe. Brauch die Medaillons. Wie komme ich denn da rauf? Aha. Okay, warte mal. Hier. Da habe ich das Medaillon schon gefunden. Komme ich hier rüber? Also wirklich. Scheiße. Alter. Okay, also da komme ich nicht rüber. Da komme ich irgendwie rüber vielleicht. Nee. Wie komme ich denn hier rüber? Alter. Wir haben nur Seeposten abgegeben. Ah, okay. So, wie komme ich jetzt da rüber? Da komme ich da rauf. Okay. Scheiße. Jetzt bin ich am Arsch. Medaillons. Keine Ahnung, wie ich hier rüberkomme. Wie ich hier raufkomme vor allem. Keine Ahnung. Bin dead. So, gibt's hier irgendwo was? Medaillon, Medaillon, Medaillon. Hier vielleicht? Medaillon? Nö. Okay. Ja, jetzt ist die Luft weg. Ich finde die Medaillons nicht. Und er trinkt auch sofort, so wie das ausschaut. Ah, ich habe keine Heilung dabei. Scheiße. Scheiße. Okay. Ich wusste nicht mehr, dass das sofort losgeht, Rowan. Das ist halt schon echt bitter. Ich dachte, ich habe jetzt alle Zeit der Welt, die ganzen Sachen hier rauszutragen. Dabei geht die Dings runter. Geht die Mauer runter. Okay, das wird mir eine Lehre sein. Dann werde ich jetzt das Schiff an den Außenposten fahren und die Sachen abgeben. Wenn wir nicht überrascht wurden. Wir wurden überrascht. Oder? Oh, Alter. Jemand da? Nö. Das war jetzt gerade echt komisch. Aber nee, die anderen sind immer noch am Außenposten. Gut. Sehr, sehr gut. Wenn man spawnt, dann gehen irgendwie die Kisten ganz kurz auf und wieder runter. Und da wäre jetzt gerade voll erschrocken. Okay, also, das Blöde ist, wir kommen jetzt echt nicht mehr da rein, weil alles unter Wasser steht. Oder gibt es da irgendeinen Cooldown? Ich glaube nicht. Das ist echt fies. Das hier bleibt zu. Ein Cooldown wäre cool, aber ich glaube nicht. Also die Mermaid wäre jetzt noch da, die Steinerne. Aber die kann ich ja nicht machen alleine. Ich muss nur kurz warten, bis Demon's Gaming wieder kommt. Ansonsten könnte ich jetzt den nächsten Außenposten anfahren und unser Zeug abgeben. Was haben wir denn alles? Das hier. Nichts drin, da ist was drin. Naja, ist nur Kleinscheiß. Kleiner Kleinscheiß.